Bergdoll, danke auch Ihnen allen für das hohe Vertrauen, das Sie mir und meinem Team ausgesprochen haben. Und jetzt erlauben Sie mir noch kurz die zwei neuen Präsidiumsmitglieder willkommen zu heißen, dann darf ich den Rest des Wahlblocks abgeben. Interessensvertretung, aber gleichzeitig auch um ein faires Miteinander
Beratung und die Unterstützung der Vorarlberger Gemeinden durch die Geschäftsführung war ihm ebenfalls immer ein sehr, sehr starkes Anliegen. Und der faire Finanzausgleich unter den Gemeinden in Vorarlberg und auch das von ihm angesprochene Feinsteuerungsmechanismus und die Möglichkeiten, wie auch die Landesumlage, die immer wieder von Schnitten bis Mieter, waren ihm sehr, sehr wichtig und wir haben es klar gehört, welche Position auch in Zukunft hier der Gemeindeverband vertreten wird. Die Stärkung der Finanzkraft der Vorarlberger Gemeinden war ebenfalls Teil seiner Arbeit und in seiner Ära, sei mir erlaubt zu erwähnen, dass die Bildung und Schaffung des Strukturfonds gelungen ist, eine deutlich höhere Kostenbeteiligung des Landes bei den Kindergartenpersonalkosten und auch damals die Verlagerung oder Verschiebung in der Finanzierung des Rechnungsfonds jeweils 60% Land, 40% Gemeinden. Die Sicherung der Gemeindeautonomie war eben immer ein stetes Anliegen. Wir haben es heute im Rechenschaftsfonds ebenfalls gehört mit dem Beispiel der Raumplanungsgesetznovelle, die Mitwirkung, die intensive Mitwirkung und Begleitung in der Vorbereitung der Gesetzgebung des Landes und in der Beratung und in der Vorberatung und auch die Wahrnehmung der Steuerhoheit der Gemeinden war ebenfalls immer ein stetes Anliegen und hat sich die ganze Kraft dafür eingesetzt. Gemeindekooperationen, ein topaktuelles Thema, schon lange in den Vorarlberger Gemeinden praktiziert. Wir haben es gehört, über 200 Beispiele. Nichtsdestotrotz wird uns dieses Thema auch in Zukunft begleiten. Und hier ist ihm mit der ersten Akzentsetzung gemeinsam mit der Verantwortlichen des Landes die Anschubfinanzierung dieser Kooperationen und auch die Bildung des Netzwerkes Personal. Eingangs seines Statements und das liegt nach wie vor, war auch die Thematik und Frage einer adäquaten Entschädigung der Bürgermeister. Hier steht das Anliegen, steht die Handlungsmaxime für die Berchtold und die Anregungen, die wir heute von ihm im Rahmen des Rechenschaftsberichts gehört haben, sind ja bestens im Vordergrund bereits als Forderungen selbstverständlich auch für die Zukunft aufregend. Ein paar Innovationen, die wir uns dieser Phase von Wilfried Berchtold und große Projekte, die wir durchgeführt haben, seien wir auch noch erwähnen, noch zu erwähnen. Da gibt es einmal die Gehaltsreform als eigenständiges Projekt des Gemeindeverbandes gestartet und durchgeführt. Erstmalig eine Leistungsbeurteilung im öffentlichen Dienst mit unmittelbaren Auswirkungen auf den Lohn unserer Mitarbeiter, die Umverteilung der Lohnverdienstsumme zugunsten Jüngerer und ein transparentes Entlohnungssystem, funktionsabhängig, leistungsorientiert und marktkonform. Das waren nicht nur die Schlagworte, sondern das wurde in enger Zusammenarbeit mit den Personalvertretern ausgearbeitet und dann schlussendlich auch umgesetzt und vom Landtag auch so als Gesetz beschlossen. Dankeschön für dieses sehr, sehr große Programm in dieser Phase. Die Einheitsbewertung war und ist ebenfalls ein Anliegen, auch im Sinne der Sicherung der Gemeindefinanzen. Wir haben hier in Vorarlberg die Aufarbeitung der Rückstände des Finanzamtes bei der Bewertung von Grundstücken die Initiative in dieser Frage in die Hand genommen. Wir stellen Personal jetzt zur Verfügung, Fachleute zur Verfügung, um zumindest die anstehenden oder anfliegenden Rückstände aufzuarbeiten. Gerade diese Kooperation wurde in jüngster Vergangenheit verlängert und wird leider Gottes wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit notwendig zu sein, um dem im Interesse der Gemeinden zumindest auf das uns zustehende Geld zu kommen im Rahmen der Grundsteuer. Die Gemeindeimmobiliengesellschaften, die Möglichkeit, dass Gemeindeimmobiliengesellschaften, also sogenannte X gründen konnten, war während seiner Ära die Möglichkeit gegeben und wurde vom Gesetzgeber geschaffen und inzwischen haben wir bereits 60 derartige Gesellschaften in Vorarlbergs Gemeinden aktiv. Auch bei der Organisation und Ausgestaltung des österreichischen Gemeindetags in Wilfried Berchtold Neue Wege. Dort werden 2000
waren reisende Unternehmungen nach Brüssel, nach Südtirol, nach Deutschland gemacht, wo jeweils entsprechende Themen abgehandelt und mitgearbeitet wurden. Soziales und Pflege, ein Gebiet, in dem Wilfried hat es erwähnt, der Gemeindeverband vorangeschritten ist, teilweise kritisiert in der Vergangenheit und der Wert ist reingegeben, das ist auch eine Meinung, das ist auch nach wie vor gegeben und wird sich in Zukunft erst so richtig zeigen, die Gründung der eigenen Pflegemanagement GmbH benötigt. Ebenfalls, es ist schon so lange zurück, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr daran denken oder dass es nicht mehr gegenwärtig ist, die Beteiligung des Bratwerker Gemeindeverbandes an der Krematoriums GmbH, ganz zu Beginn von Wilfrieds Lehre, damit sichergestellt, dass die gewünschten, damals gewünschten und teilweise noch etwas vielleicht heißer diskutiert, im wahrsten Sinne des Wortes, Themen und Gremierungen, dass diese auch durchgeführt werden können. Inzwischen erfolgen ja bekannterweise zwei Drittelfahrtsbestattungen auf diesem Weg. Die Bildung der Voraussetzungen und auch den Baustart zum Bau des islamischen Friedhofs wurde ebenfalls von Wilfried sehr, sehr maßgeblich mit begleitet und hier sei an dieser Stelle auch erlaubt, ganz herzlich der Gemeinde Altreich noch einmal für die Bereitstellung der Liegenschaften und die Übernahme auch der organisatorischen Abwicklungen zu danken. Der Verein Schülerbetreuung wurde gegründet, um die entsprechenden Abrechnungen und Herausforderungen, die auf uns zugekommen sind, im Rahmen der Schülerbetreuung zu gewährleisten. Im Bereich des Musikschulwesens wurde das Aufsichtswesen neu gestartet, die Steuerungspläne wurden neu installiert und insgesamt wurde das Vorarlberger Musikschulwerk gestärkt und wir haben auch ein neues akzentuiertes Fördersystem durchführen können. Im Bereich der digitalen und EDV-Anstrengungen sei nur die Schlagworte CNV erwähnt, der Datenaustausch im Rahmen des GIS-Programms und weitere Themen, die uns als Gemeinden in den vergangenen 10 bis 15 Jahren intensiv beschäftigt haben, die aber Dienstleistungen sind, die heute vielfach mehr als nur selbstverständlich hingenommen werden, im Rahmen des öffentlichen Personalverkehrs, die entsprechenden Anstrengungen, die verstärkte Mitsprache des Vorarlberger Gemeindeverbandes im Rahmen des Vorarlberger Verkehrsverbundes, die landesweite Steuerung, die hier von Wilfried ganz maßgeblich mit eingefordert und initiiert wurde. Im Bereich der Kindergärten die Änderungen, Wilfried hat es schon im Rechenschaftsbericht erwähnt, die Öffnung für die Dreijährigen, die Senkung der Kinderzahlen, die frühe Sprachförderung und. Themen, die uns in diesen 15 Jahren intensiv beschäftigt haben, weil wir, denke ich, auch dank des Gespürs, des Verantwortungsbewusstseins und des hohen fachlichen Wissens von unserem Präsidenten gut bewältigen konnten im Sinne des Gemeindeverbandes und damit im Sinne aller Vorarlberger Gemeinden und auch der Bevölkerung von Vorarlberg. Ein Thema, bei dem wir leider etwas weniger erfolgreich waren, das sind die Postanschließungen. Die letzten sind ja erst vor einigen Wochen erfolgt. Hier war trotz aller Anstrengungen und vieler Bemühungen von Seiten von Wilfried, aber auch von den restlichen Präsidiumsmitgliedern und von vielen Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen, die es betroffen haben, leider unsere Bemühungen nicht von entsprechendem Erfolg gekrönt. Wiewohl es gelungen ist, mit den Postpartnern größtenteils vernünftige Ersatzlösungen zu finden, die finanzielle Absicherung und Abdeckung dieser Einrichtungen ist dann immer noch Unterpunkt und nicht letztgültig befriedigen. Ich darf hier nun der Hilfe, nachdem viele Dinge einfach aufzuzählen waren, in 15 Jahren kommt viel zusammen, es waren jetzt einige Stichworte, Schwerpunkte zu deiner Tätigkeit in diesem Bereich. Wie gesagt, nur wenn man auch von meiner Seite von damals aller Veranlagung Bürgermeister sehr, sehr herzlich danken kann, ich noch einmal ganz kurz davor bitten, um dir ein kleines Präsent des Dankes und als Zeichen des Dankes zu erwerben.
Kollegen Erwin Mohr. Erwin Mohr war ja von Mai 85 bis Mai 2009, also 24 Jahre, aktiv und höchster Bundesrat Bürgermeister der Marktgemeinde Wolfurt. Seit 1995 war Erwin Mitglied des Vorstandes des Prachtberger Gemeindeverbandes und seither auch Regionssprecher für die Region Bodensee. Seit dem Jahr 2000 bekleidet er die Funktion des Vizepräsidenten, wie schon erwähnt, und 1999 wurde er in den Ausschuss für Raumplanung und Struktur des österreichischen Gemeindebundes entsandt. Als Vizepräsident des Vorarlberger Gemeindeverbandes war er aber auch seit dem Jahr 2000 Mitglied im Bundesvorstand des österreichischen Gemeindebundes und seit 2000 ist er auch Mitglied des Rettungsfonds im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Im Jahr 2005 wurde er Mitglied im Aufsichtsrat der VPD Illwerke und seit dieser Zeit ist er auch Obmann des Bürgermeisterpensionsfonds und ist heute, weil da ist auch der Kollege Zimmermann als sein Nachfolger gewählt und bestellt worden. Und im Jahr 2006 wurde er in den Aufsichtsrat der Gemeinde Eigenen Benefit berufen. Im Jahre 2008 hat der österreichische Gemeindebund Erwin Mohr als Mitglied in den Ausschuss der Regionen entsandt und er wurde bereits für eine zweite Amtsperiode, die von 2010 bis 2014 dauern wird, wiederbestellt. Der Ausschuss der Regionen, an dieser Stelle sei mir erlaubt, das zu erwähnen, ist ein Organ der Europäischen Union und besteht aus 344 Vertretern regionaler und kommunaler Gebietskörperschaften. Die Aufgabe des Ausschusses der Regionen besteht darin, den Standpunkt der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Rechtsvorschriften der EU einzubringen. Ebenfalls ist Erwin seit dem Jahr 2008 Vertreter als Ersatzmitglied im Rat der Gemeinden und Regionen Europas und Ersatzmitglied im Kongress der Gemeinden und Regionen, ein Gremium des Europarates. Erwin Mohr, neben seiner vielfältigen Vertretungstätigkeit und natürlich Wahrung der Interessen der Vorarlberger Gemeinden über die gesamte Laufzeit im Präsidium, sein Herzstück sozusagen, denke ich, ist sicher auch mit ein Stück weit die Gehaltsreform im Vorarlberger der Gemeindegesetz. Erwin Mohr war Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe und das Gehaltsprojekt konnte gerade wissen, Erwin, auch dir für deine vielfältigen Tätigkeiten für den Vorarlberger Gemeindeverband, für die Interessen der Vorarlberger Gemeinden. Ein herzliches Dankeschön. Auch ich darf dich ein bisschen nach vorne bitten und gleichzeitig mit diesem Dank darf ich aber auch die Bitte verbinden, weiterhin so engagiert und agil im Rahmen deiner Funktionen des österreichischen Gemeindebundes uns erhalten, weil mit diesen Funktionen ist ein unheimlicher Reise- und Zeitaufwand verbunden und Erwin macht diese Aufgabe mit vollem Herzen und vollem Engagement, nimmt sie wahr in beeindruckender Weise und ist hiermit ein sehr, sehr wichtiger Interessensvertreter, gerade auf der europäischen Ebene für uns Gemeinden. In diesem Sinne danke dir, Erwin, ganz herzlich. Zu erfolgen, dass
aus Vertretern des Landes und des Gemeindeverbandes besteht und weiters ist er Ersatzmitglied im Landeskulturbeirat. Werner Walser saß ich im Vorstand des Vorarlberger Gemeindeverbandes. Ich durfte es auch anlässlich seiner Verabschiedung der schönen Feier, die wir in der Gemeinde Innerbraz gefeiert haben, erwähnen, insbesondere als Vertreter der kleinen Gemeinden. Als Funktionär des Vorarlberger Blasmusikverbandes war eben das Thema Musikschulwesen ein stetes Anliegen, bis er sich. Das hat er sich auch in der Neustrukturierung der Organisation des Musikschulwesens in besonderer Weise engagiert hat. Im Wissen um die Schwierigkeit auch der Findung geeigneter Persönlichkeiten, wie das Bürgermeisteramt in kleineren Gemeinden, hat er sich eine stets in seiner Zeit um eine adäquate Entschädigung der Bürgermeister und um eine soziale Absicherung stark gemacht. Einiges ist gelungen, einiges ist noch sozusagen in der Röhre bzw. nicht umgesetzt. Wir haben sie heute auch im technischen Bericht unseres Präsidenten entnehmen können. Ein weiteres Anliegen in seiner politischen Tätigkeit auf Gemeindeverbandsebene war die Sicherung der Gemeinderechte, insbesondere in agrargemeinschaftlichen Angelegenheiten. Wir alle kennen und werden das offene und kommunikative Art seinen Humor. Im Vorstand haben wir den vielfach ganz besonders genossen, auch bei den Ausflügen und gemeinsamen Bürgermeisterfahrten, die unternommen worden sind. Und gerade auch aufgrund dieser offenen und sehr beherzten Ausdrucksweise, denke ich, ist und war Herr Werner Walser, der allen seinen Kollegen stets geschätzt. Und nehmen Sie dir, Bernhard, auch noch vielen Dank für dein Engagement und die Bereitschaft, hinter der Regierung der Kammer und im Bundesvorstand deine Aufgabe wahrzunehmen. Die Frage der Finanzen, wir haben es gehört, der Stand 2020.
Ende 2009 aufgrund des Vertragsurteils aufkommen wird in etwa, der Stand des Aufkommens Ende 2011 wird in etwa dem Stand des Jahres 2009 entsprechen. Das heißt, es ist nach wie vor ein Nettoverlust da. Wir können mit etwas Optimismus ins laufende Jahr blicken, aber es für Jubelchöre oder Jubelgesänge sind wir noch weit weg, weil wir sie auch im Tätigkeitsbericht in detaillierten Zahlen nehmen konnten, dass faktisch für die Vorarlbergergemeinde natürlich der Verlust dieser Jahre nach wie vor durchschlägt, bei gleichzeitig in der Vergangenheit deutlich gestiegenen Aufwendungen in den bekannten drei Bereichen. Die Fragen der Gemeinde Autonomie wird auch dem neuen Präsidenten ein waches Anliegen sein. Es gibt die Gemeinde Autonomie zu sichern, in finanzieller Hinsicht, wie schon erwähnt, aber auch in rechtlicher Hinsicht. Wir werden uns da auch in Zukunft bestmöglich versuchen, in die immer wieder neuen und wiederkehrenden Überlegungen, die von Seiten des Gesetzgebers, sei das Land oder Bund, auf die Gemeinde zu kommen, einzubringen, in unsere Sicht der Dinge darzulegen. Die Frage der Gemeindekooperationen wird es ganz engagiert weiter zu verfolgen und zu sichern geben, gerade auch um die Existenz und die Langsicherung der Gemeinden gewährleisten zu können. Hier werden wir verstärkte Anstrengungen einerseits von den Gemeinden selber einfordern, aber auch gemeinsam mit dem Land versuchen,